Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe echt wirklich gerülpst in dem Moment, wo du gestartet hast. Wir wollen was Neues antesten. Oh, mit TV. Können wir jetzt mal alles nochmal von vorne starten? Komplett. Das geht nicht. Marc, mit vollem Mund machst du hier die Anmoderation. Also, wenn ich eine Sache gelernt habe, war es immer mit vollem Mund. Isst man auch. Isst man auch. Okay. Herzlich willkommen mit Marc Eggers. Jetzt los, Danny. Es geht los. Kannst du uns kurz erklären, warum wir hier sind, was wir machen? Ich frage ich mich selber, was ich hier bei dir gerade im Studio mache. Lieber Danny, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Das Rascheln ist, glaube ich, richtig gut auch nah. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute das allererste Mal bei Omme TV. Der ein oder andere kennt es. War das früher Chatroulette? Nee. Es ja, ist. Nein, was anderes, aber wie Telefonstringeln. Genau, es ist so in der Art wie Chatroulette und wir machen das jetzt mal und gehen da mal live und gucken mal, was da so passieren wird. Erste Mal. Zwischendurch essen wir ein bisschen, weil wir noch nichts gegessen haben. Guck mal, zu mir sagen nicht bleckern. Alles voll. Ja, ich würde sagen, ich habe hier meine Pizza reingemacht, hier kann nicht viel passieren. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der eine Pizza aus so einer Schale isst. Noch nie, wirklich nicht. Omme TV Premiere heute. Danny Liedtke. So, ich bin wirklich sehr gespannt. Und starten jetzt einfach mal. Über 260.000 Leute online. Wir gucken mal, was abgeht. Du hast auch jetzt auf jeden Fall die Soße am Mund kleben. Ey, seid ihr YouTuber? Nein, die sind beide von Köln. Hallo. Wie heißt ihr denn? Lena und Anna. Lena und Anna. Hört ihr das Geschmatze von Danny? Ja. Gut. Ja. Man hört's, ne? Guten Appetit, lieber Danny. Guck mal, wie die uns alle wegskippen. Guck mal. Egal wer mit uns ist, die skippen uns hier direkt. Wir haben es ja richtig verkackt. Ja. Ey, wer von Köln, Alter? Was er? Ja, ey, was geht bei euch noch? Was geht bei dir, ja, Mann? Gute Frage. Kannst du Screenshot machen? Ja, klar, kannst du machen. Warte. Oh, korrekt, ey. Deine Rolle eh beste. Warte, ich glaube meine. Korrekt, ja. Ciao. Ja, Marc, so ist das, ne? Wollt da wird ein Screenshot gemacht fragen. Und dann wird man einfach weiter. Ich weiß es nicht. Schatz, das sind auch nur Menschen. Krass. Ich hab das Gefühl, dass wegen dir... Marc, red da jetzt rein! Du redest die ganze Zeit mit dir selbst, Leute. Alter. Ja, hi, grüß hallo. Euch. Mann, echt frech von euch. Hallo, was machst du hier bei Omme? Also was macht man hier eigentlich? Wir sind das erste Mal heute. Weiß ich auch nicht, einfach nur reden. Was hat dir dein Freund zu Weihnachten geschenkt? Er hat mir Ohrringe geschenkt und Kette. Tiffany. So muss das sein. Wie lange seid ihr denn zusammen? Seit kurzem, seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten? Dann macht schon die Ohrringe bekommen, ne? Krass. Ich habe schon so viel für meinen Freund geschenkt, ne? Also... Oh mein Gott. Ist? Oh mein Gott. Weißt du, wer das ist? Nein. Weißt du, wer das ist? Nein. Wer ist das? Was ist das denn? Hallo! Wow. Ey, du musst... Warte mal, Danny. Du musst das leise machen. Das ist so unfassbar laut. Ja. Ja, Mann, ist das der Kevin aus Köln? Es geht. Ey, den Song hatte ich damals beim Supertalent. Komm, wir bewerten das. Ah ja, der Marc war beim Supertalent. Den hatte ich damals gehabt. Das war mein Song. Ja, voll gut. Ihr seid die Performer, ne? Schwarz. Chillig, oder? Übrigens, das da hinten ist Nikolai. Nikolai, kannst du deinen Kopf ein bisschen runter machen, bitte? Kollege von mir ist halt einfach am Start. Er sitzt halt einfach auf der Couch. Wie heißt ihr? Das da hinten ist Nikolai, ich bin Danny und das ist Marc. Also du sitzt da übel schön. Alter, heißt was bist Leon du für ein Bär, er nimmt wie so eine gemalte Statue. Ich guck gerade so selber so. Alter, der sieht wirklich aus wie YouTube? Mr. Adonis da hinten, ey. Findet ihr die Maus? Schön. Hey, crazy. Oh, hi, Maus. Ist ja so süß. Wir sind ja gerade auch mit dem Bau, lass uns gut gehen. Nikolai ist auch da entspannt hier hinten mit seinen Trizeps, Bizeps, Alter. Die Maus ist sehr süß. Ja. Dein sind wir jetzt in deiner Story von dem das Ding? Im Hintergrund ist da hinten mit dem Ball. Markier mich mal. Markier sie doch mal. So, sag dein Name, wo ist er denn? Ach, ist da. Schon da drin geschrieben. Wie? Aha. Aro? Ja, ich hab dir jetzt einfach mal getaggt, Mann. Und in diesem Sinne. Oh, ich. Der sieht aus wie von. Das ist der von Berlin Tag und Nacht oder. Nein! Seine YouTuber. Ja, ja, warte, Marc macht ja seine Anmoderation. Anmoderation okay. Von. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer. Mit dem Lifestyle? Ach komm. Rausgerissen, ey. Das ist wirklich das Einzige, was du sagen musst. Eins ist, okay? Also, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer.
Alf. Für alle Männer da draußen, wenn es um Wohnen und Leister geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir hier gerade live bei Omet TV. Ich befinde mich im Studio vom lieben Danny Liedtke. Oh mein Gott. Danny. Das ist richtig der Mann. Hallo. Hi. Hallo. Hallo, ich bin Danny. Ich bin Marc. Ja, stopp. Ich habe das Gefühl, du zeigst auf ihn. Er? Du musst jetzt sagen, worum es geht. Wir wissen beide jetzt gerade nicht, was passiert ist. Ich kenne ihn irgendwo. Er, ne? Der Bär sieht süß aus im Hintergrund. Ist das der Bär? Der andere Bär. Da. Sie guckt selber so, ist da ein Bär? Ja, da ist einer. Da sind zwei Bären. Ja. Ja, süß. Ich habe auch einen Bär hier. Unser Bär sitzt da hinten. Cool. Jawohl, endlich mal mit Kostüm. Oh, oh. Hast du Tommy Hilfiger besiegt? Wir wussten, dass wir dich treffen, deshalb hat sich Danny heute auch verkleidet. Sie stellt sich die ganze Zeit im Vordergrund. Guck mal, sie stellt sich die ganze Zeit im Vordergrund und dann wird sie angesprochen und auf einmal ist sie interessanter und jetzt ist sie scheiße. Wir reden jetzt mit deiner Freundin. Wir reden jetzt nicht mit dir. Hi, Tommy Hilfiger. Hallo, Lucy. Sorry. Oh mein Gott! Wie geht es euch? Wir schauen ich kann das gleich gerade ehrlich gesagt nicht glauben. Aber ganz schnell, bitte, 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 das ist wichtig. Hallo Mama. Hi Mama. Wir haben Partnerlook. Es gibt nur einen Unterschied, meiner ist aus der Türkei. Ich bin noch Rapper. Wollt ihr einen Partner? Ey, wir hören einen Part. Sehr gerne. Wir hören einen Part. Jetzt geht's los. Sehr gerne. Okay. Oh. Stopp ganz kurz. Der war aber nice. Der war richtig gut, Alter. Der war wirklich gut. Ey, das war gerade der heftigste Move. Und ich schwöre dir, ich habe gar nicht erkannt, dass da überhaupt jemand lag. Ich dachte, das ist ein Kissen. Nein, wir sind nicht aus Berlin. Ey, ich habe gedacht, da ist ein Kissen. Ich schwöre dir, nochmal zurückkommen, kriegt der von mir einen Freestyle. So, hi. Ey, eine Frage, kann man uns gut sehen oder sehen wir irgendwie scheiße aus? Nein. Lass mich einmal ganz kurz an den Bart ziehen. Hey, hör auf, deinen Ausschnitt zu zeigen, es reicht mir. Wie kann man sich denn so präsentieren im Internet? Es reicht doch langsam mal. Du holst jetzt deine Mutti, bitte. Ja, die kann ihre Brüste zeigen. Nein, natürlich nicht. Hast du hier gerade eine Performance gemacht oder was? Chill. Ist dir kalt oder was? Nein, stopp. Ich kenne euch irgendwoher. Woher kenne ich euch? Pass auf, du hast drei Versuche, okay? Köln 50667. Richtig. Wohnst du allein? Nee. Warum wohnst du denn allein? Mit meiner Mom. Wo ist deine Mom gerade bei einem Freund? Arbeiten. Wo denn? Die ist so zu einem Nachtlokal. Die müssen zu Corona in einem Nachtlokal? Ja, aber die müssen so ein komisches anderes Lokal ausräumen, was verkauft wird. Keine Ahnung. Deine Mom räumt nachts Lokale aus? Ja, das ist von ihrem Chef. Keine Ahnung. Die verkaufen das. Danny? Okay, wir gehen nicht weiter darauf ein. Ich weiß es auch nicht. Lokal, alles gut. Okay. Ja, ich feier ihn. Also, lass uns das kurz festhalten. Dein Name ist? Lea. Ihre Mutter ist mit ihrem Chef im Nachtlokal, das ausgeräumt wird. Das wird ausgeräumt. Stopp. Mit ihren Arbeitskollegen. Ach, jetzt ist der Chef der Arbeitskollege? Nein, ihr Chef ist... Der hat zwei Bars. Sagen wir es mal. Die eine wird verkauft. Und deswegen räumen die das Zeug da raus, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Mhm. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nichts gerade, Danny. Also ich bin... Ja, okay. Ciao. Ciao. Hast du eine Schere in der Hand oder was ist das? Was hast du denn da vor? Bist du am Basteln? Im Dunkeln? Ach, du versuchst einen Lolli aufzumachen. Ach so. Warum sitzt du im Dunkeln und willst einen Lolli mit der Schere aufmachen? Ach, warte mal. Es ist wirklich. Wie wär's, wenn du mal es nicht anmachst? Vielleicht hilft dir das weiter. Wirklich. Von 50667. Ich schwör, Google, das ist Kevin. Das ist Kevin von 50667. Oh Mann, er guckt sich Feuer. Lagerfeuer Alter, ist das geil, so Mann. Geil, ist mit Off-White und so. Ey, heftig, jetzt heftig, ist endlich meiner Endstation, da, der uns versteht, Endstation, Mann. Endstation. Er fühlt den Drip, Mann. Das ist geil, Mann. Ja, Mann. Ey. Er hat ein Lagerfeuer im Hintergrund und was wir haben mehr? Mr. Adonis, Alter. Was will man mehr? Ey, ich bin jetzt ein bisschen müde. Das ist der von Köln. Leck mich am Arsch. Nein. Was geht jetzt ab? Ey.
Danny. Das ist doch Kevin. Machen wir uns einen gemütlichen. Meine Freundin kommt jetzt einmal ins Bild. Oh, Mensch, Marc, ich habe schon so lange gewartet auf dich. Oh, schöne Hübsche. Maschallah, einfach der Hübsche. Die Hübsche, Digga, was los? Was ist mit dir los? Was hat sie für Augen? Warum bin ich erschrocken? Ich hab mich gerade auch, ich schwöre, ich dachte, das ist dieser Typ von Köln 56. Ich sehe das gerade und ich dachte, das ist dieser Kevin. Ich weiß nicht, ich sehe nur eure Kameraquali und die ist miese krass, ja. Das kann nicht sein, bei uns ist es scharf, Digga. Martin, bist du dieser Kevin von Köln 56? Nein. Auch von Berlin Tag und Nacht? Eins von beiden, doch. Nein. Doch, der hat doch, der hat doch kurze Haare, doch, Mann. Doch, doch, nein, zu 100%, zu 100%. Nein. Du hast eine Perücke auf, zu 100%. Kannst du dafür bitte deine Perücke abnehmen, dass man dich auch richtig sieht? Komm, bitte. Komm, mach auf nett für ihn. Ja, dann muss ich die Cap holen kurz. Fuck, mein Akku ist niedrig. Fuck, falsches Ladekabel. Warte, um eins. Jetzt oder was? Wo kommt ihr denn her? So, ich muss jetzt los. Ja, entspann dich doch mal. Du kannst doch sagen, dass sie in 10 Minuten, in einer halben Stunde kommt. Wo ist das Problem? Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Und wir sind ja hier noch dabei. Okay, machst ein Bild. Also, ich habe damit nichts zu tun. Okay, doch, du bist zusammen. Ey, wir zusammen. Wir zusammen. Okay. Nice. So, Digga, wir laden das auf YouTube hoch, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, Mann. Das ist okay. Geil, falsch. Ja, falsch. Natürlich. Absolut. So, meine Freunde der Sonne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war das erste Mal auf OmmetTV mit dem lieben Marc Eggers. Ich hab's jetzt, also wir haben es jetzt 8.27 Uhr. Ich habe mich jetzt extra noch hier morgens reingesetzt. Mein Schlafrhythmus ist ein bisschen durcheinander, weil ich hatte vorher noch ein bisschen Urlaub gehabt. Und deswegen bin ich schon wach. Ich muss auch gleich arbeiten. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, hab das Video heute noch fertig gemacht. Das kommt natürlich auch heute direkt noch online. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Uns hat Spaß gemacht. Gerade in Zeiten von Corona, wo man eh nicht so viel Kontakt hat mit Menschen, wo man nicht draußen sein kann, hat man das so ein bisschen vermisst. Man kann immer weiterklicken, da kommen immer wieder neuere Leute. Klar, die sind alle so auf jeden Fall so ein bisschen jünger. Es ist in Ordnung, es ist eine öffentliche Plattform. Wir hatten einfach auf jeden Fall Spaß dabei, so ein bisschen zu talken und einfach ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wir haben noch ein Video gedreht, das kommt jetzt am Sonntag online. Das ist der zweite Teil sozusagen, da haben wir auch schon das vorproduziert. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Format so bei euch ankommt. Ihr könnt uns gerne ein Feedback geben in den Kommentaren. Schreibt gerne Käsekuchen rein oder schreibt einfach mal gerne Feedback dazu, ob ihr Bock habt für weitere Videos. Könnt ihr gerne mal machen, seid da ruhig aktiv, weil wenn es euch gefällt, dann machen wir es auf jeden Fall weiter. Könnt auch gerne mal selbst die Plattform besuchen. Ist ein bisschen crazy, ist ein bisschen strange, aber man hat immer wieder ein bisschen sozialen Kontakt, auch wenn es über einen Bildschirm ist. Es ist halt einfach so, eine Zeit von Corona sieht man einfach wenig Menschen. Ganz anderes Gefühl auf einmal dann wieder. Warum ich das nicht vorher gemacht habe, keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Das kommt am Sonntag. In diesem Sinne, euer Danny Boy. Bis zum nächsten Video. Peace.